Pizza in der Heißluftfritteuse, geht das überhaupt? Oh ja, und zwar verdammt gut. Dies zeigte ich dir ja im Video davor schon. Doch heute zeige ich dir, wie du die weltbeste Pizza machst. Mit meinen speziellen Tipps gelingt sie auch Anfängern und du wirst sagen, nie mehr anders. Freu dich drauf, lass uns direkt loslegen. Ja, ich habe hier 500 Gramm Weizenmehl und ein Päckchen Trockenhefe und das Ganze arbeite ich jetzt gut erstmal durch, sodass die Masse sich miteinander gut verteilt hat. Also die Hefe mit dem Mehl. Jetzt habe ich 300 Gramm lauwarmes Wasser. Ja, unbedingt lauwarmes Wasser nehmen, weil dann aktiviert sich das Ganze etwas besser. Jetzt habe ich hier ein Drittel von meiner Masse, die ich da vorher zusammengemischt hatte. Also Mehl mit meinem Backpulver. Und das arbeite ich jetzt hier in diese Masse rein. Also der Teig soll zum Schluss so eine Pancake-ähnliche Konsistenz haben. Jetzt habe ich hier noch 5 Gramm Zucker, die ich mit unterarbeite. Die hätte ich vielleicht am Anfang gleich mit reinpacken können. Wir müssen normalerweise, wenn man normale Hefe hat, dann arbeitet man das vorher schon ein. Aber jetzt habe ich die nachträglich jetzt hier so noch mit eingearbeitet. Ja, und das ist jetzt ganz wichtig, dass du jetzt auch den Teig jetzt vorher so gut vorarbeitest. Jetzt so einen flüssigen Teig jetzt erstmal jetzt hier gemacht. Jetzt kommen nämlich jetzt hier noch die 13 Gramm Salz dazu. Das wird jetzt auch erstmal jetzt hier mit so eingearbeitet. Also diese Schritte wirklich so schön langsam machen, das so auflösen, rumrühren und jetzt erst den restlichen Mehl nach und nach unterarbeiten. Desto besser kann das Ganze miteinander herarbeiten. So, also immer wieder dazu und wieder gut durcharbeiten. Ja, jetzt geht es mit meinem Helferchen nicht mehr. Jetzt nehme ich die Hände und jetzt arbeite ich das Ganze mit den Händen durch. Aber vorher war das ganz gut, so mit dem Helferchen erstmal diesen flüssigen Teig so alles zu bearbeiten. Und jetzt den Teig so lange kneten, durcharbeiten, bis das ganze Mehl vom Boden, alles von in der Schüssel, alles aufgearbeitet ist. Ja, das ist jetzt ein ganz wichtiger Vorgang, das sind einzelne Phasen so durchzuarbeiten. So, und wenn jetzt alles von der Schüssel aufgebraucht ist, so ziemlich das ganze Mehl alles, dann kommt jetzt hier noch dieses Olivenöl dazu. Und das sind 13 Gramm Olivenöl, die ich jetzt dann nochmal unterarbeite, einarbeite. Also gut jetzt den Teig jetzt hier nochmal kneten, sodass das ganze Olivenöl alles gut verarbeitet, gut aufgenommen worden ist von dem Teig. Nachdem das jetzt alles gut so verarbeitet ist, kommt etwas Mehl nochmal auf die Arbeitsplatte. Das auch etwas verteilen, damit du nicht jetzt nachträglich so Klumpen hast, also nur ganz dünn, damit ihr ja die Masse jetzt nicht an dieser Arbeitsplatte festklebt. Und jetzt diese Masse, siehst du, wie ich jetzt nochmal so durcharbeite. Also dadurch wird der Teig elastischer und kriegt mehr Spannung noch. So, jetzt habe ich etwas Olivenöl, was ich jetzt hier in meine Schüssel unten reingebe. Ja, den verteile ich jetzt hier in die Schüssel erstmal unten. Noch etwas Olivenöl auch auf meinen Teig, den ich bis jetzt so zu einer Kugel geformt hatte. Und so kommt das Ganze jetzt hier in die Schüssel rein. Jetzt habe ich meine Klarsichtfolie und mit dieser Klarsichtfolie wird das Ganze eingepackt. Die Klarsichtfolie hat den Vorteil, dass sie das so wunderbar abschließt und dass der Teig da drinnen wunderbar aufgehen kann. Also ich spanne sie nochmal um den Rand vom Glas ringsherum, also von der Schüssel. Ja, ich habe das Video jetzt auch etwas langsamer laufen lassen, damit du ganz genau die einzelnen Schritte siehst, weil das ist doch ganz wichtig, dass du das genau so machst, wie ich das jetzt hier dir gezeigt habe. Deswegen mal die einzelnen Schritte wieder etwas langsamer. So, dann wird das Ganze mit dem Tuch noch abgedeckt und so 30 bis 60 Minuten kannst du da stehen lassen. Ich habe immer zwischendrin mal reingeguckt, bis der Teig sich richtig schön dann vergrößert hatte schon. So, und in der Zwischenzeit, solange wie der Teig da im Prinzip geht, habe ich jetzt hier meine weiteren Zutaten zubereitet. Jetzt habe ich hier etwas Schinken und den schneide ich so in so dünnen, feine Streifen. Ja, und im zweiten Teil vom Video zeige ich dir noch eine andere Variante, noch einen anderen Pizzateig, den ich gemacht hatte, den ich danach auch in der Küchenmaschine zubereitet hatte. Und ja, also du hast einmal eine Möglichkeit, den Teig entweder so, wie ich dir das erste gezeigt habe, zuzubereiten, oder im zweiten jetzt hier danach mit der Küchenmaschine. Also beides sind wunderbare, leckere Teiche. Aber jetzt hier habe ich erstmal meine Zutaten, da die Zwiebeln klein geschnitten, jetzt habe ich noch ein paar Tomaten, die ich da klein schneide. Und als nächstes habe ich noch etwas Käse, den ich klein gerieben habe. Denn als nächstes habe ich jetzt hier noch so eine Salamiwurst. Da schneide ich mir jetzt hier noch 3-4 dünne Scheibchen. Also die versuche ich jetzt wirklich ganz dünn zu schneiden.
Du kannst vielleicht auch mit einer Brotschneidmaschine schneiden, wenn du wieder das möchtest. Aber so, die Stärke hat eigentlich schon gepasst, wie ich die jetzt hier runtergeschnitten habe. Natürlich die Haut außen noch wegnehmen. Und das kommt jetzt auch noch als Zutat mit dazu. Also 4 so Scheiben hatte ich mir da entsprechend runtergeschnitten. Ja, im nächsten Schritt geht es weiter mit meiner Tomatensoße. Da hatte ich jetzt Tomaten in kleine Stückchen und das Ganze kommt jetzt hier in meinen Häcksler rein, weil die Tomatenstückchen da drin sind, waren mir doch noch etwas zu groß danach. Ich will sie feiner haben. Hier habe ich danach auch mein Pizza-Pasta-Gewürz, aber das kommt jetzt noch nicht da rein, das kommt erst später rein. Jetzt hacke ich das erstmal jetzt hier in meinen Häcksler ganz kurz klein. Also 2, 3 kurze Pumpstößchen, das hat schon voll und ganz gelangt, dass die Soße von der Konsistenz richtig war. Ja, hier habe ich jetzt unser Pizza-Pasta-Gewürz von uns aus dem Odenwald. Wir haben jetzt hier so eine, wo man die Gewürze herstellen, hier im Odenwald. Also mixen, nicht herstellen, sondern entsprechend die Würzmischung abpassen. Und das habe ich entsprechend jetzt hier reingegeben. Und noch weitere Gewürze nachher. Aber die Soße kannst du jetzt nach deinem Geschmack entsprechend würzen, wie du sie haben möchtest. Kräuter der Provence rein, Salz, Pfeffer, Knoblauchpulver hatte ich noch mit rein. Ja, ich habe sie nachher noch etwas weiter mit aufgepeppt. Es war mir doch so alleine nur zu lasch. Also wie siehst du, hier noch Pfeffer dazu. Aber das kannst du nachher im Prinzip die Soße so abschmecken, wie du die haben möchtest. Ja, jetzt geht es wieder weiter mit meinem Teig. Der hat sich jetzt also von der Größe her, ich hatte immer mal reingeschaut, schon recht gut vergrößert. Das waren so circa 20 bis 30 Minuten. Ich hatte gar nicht mehr ganz genau auf die Uhr geschaut. Und jetzt kommt der erstmal hier aus dieser Schüssel wieder raus. Ich falte jetzt hier nochmal etwas. Desto besser du den faltest, immer desto mehr Spannung kriegt der Teig und desto besser wird der Teig auch. Also das ist ein ganz wichtiger Vorgang eigentlich bei den Pizzen, immer wenn man die zubereitet, dass man den Teig immer so von außen nach innen so faltet. Ich weiß gar nicht, ob man das beim Pizzen auch Schleifen nennt. Beim Brot nennt man das dann, dass man das entsprechend schleift. So, und dann nochmal rund zu einer Kugel zusammen. Ja, aus dieser Masse, die ich jetzt hier zubereitet hatte, möchte ich jetzt insgesamt 4 Pizzen erstellen. Und da habe ich jetzt hier so ein Helferchen mir mal geholt. Ich hatte meinen anderen Pizzateiler, den hatte ich gerade im Geschirrspüler drinne. Deswegen musste ich jetzt mir so mal behelfen. Also ich schneide das jetzt hier so in 4 Teile. Erstmal in 2 Teile. Mal schauen, dass die Größe einigermaßen passt, dass es 4 gleichmäßige Stücke danach gibt. So, nachdem ich die jetzt so geteilt habe, soll ich dann mal ganz kurz etwas formen wieder. Nochmal kurz falten und dann runddrehen zu einer Kugel. Das mache ich mit den anderen 3 jetzt auch noch. Also insgesamt mit allen 4 mache ich das so. Also merkst du auch, wenn das dann so faltest oder so knetest und so, dass der Teig steifer wird und ja, bekommt einfach mehr Konsistenz dadurch. Also er wird richtig klasse. Man sagt auch dazu, der Teig wird steif und glatt. Ja, das siehst du schon von der Oberfläche, wenn du den da liegen siehst, dass er eine richtig schöne glatte Oberfläche hat. So, die ganzen 4 Teile kommen jetzt zurück in meine Schüssel. Aber erst noch mache ich etwas Olivenöl. Das sind die Hände und dann verteile ich das nochmal meine Kugelchen. Und so kommen die 4 Kugelchen jetzt wieder in die Schüssel zurück. War etwas klein, die Schüssel hätte größer sein können, aber es ging auch so, es hat gepasst trotzdem. Weil in der Schüssel drinne muss das ja jetzt noch mal reifen, dann werden die noch mal größer. Das gibt so richtig schöne große Pizzen denn. So, nachdem ich die jetzt hier in die Schüssel drinne verteilt habe, dann kommt meine Klarsichtfolie wieder oben drüber, wird das wieder gut verschlossen. So, und jetzt schau noch mal rein in die Schüssel, du siehst, es ist also ringsherum noch wunderbar gut Luft. Und weil der Teig da drinne, den lasse ich jetzt so circa 30 bis 60 Minuten gehen, also noch mal mit dem Tuch abgedeckt, dass er die fast die doppelte Größe noch mal drin in der Schüssel erreicht. So, jetzt wollte ich dir zeigen, wie wunderbar groß das aufgegangen war, doch meine Kamera hat gesponnen. Also ich ziehe jetzt das Ganze mit der Hand so einzeln auf, also nicht mit einem Nudelholz rollen, weil dann dass du wieder die Luftlöcher etwas kaputt machen, die in dem Teig drin sind. Du möchtest ja, dass der fluffig bleibt. Deswegen wird das mit der Hand so aufgezogen. Ich hatte unten drunter wieder meine Matte und jetzt kommt meine Tomatensoße oben drüber
Und dann kommt das schon in die Heißluftfritteuse, wird bei 200 Grad oder 210 Grad für 5 Minuten vorgebacken. Und das ist der besondere Tipp daran, back das so einmal kurz vor, dann hast du den Boden schon mal wunderbar. Und jetzt im nächsten Schritt, jetzt ist der schon kurz vorgebacken, das siehst du auch hier. Jetzt kommen die einzelnen Zutaten, die ich zubereitet hatte, über meine Pizza oben drauf. Ich mache noch ein ganz klein bisschen Tomatensauce dazu, aber auch nicht mehr allzu viel. So, das langt schon. Jetzt kommen meine Scheibe Salami. Ups, eine Scheibe ist abgehauen. Die habe ich zwischendrin gegessen. Ja, und jetzt habe ich meine Schinkenscheiben, die ich da drauf verteile. Das ist jetzt der große Tipp oder der große, ja, was heißt der große Tipp? Der Tipp, mach das so, back die kurz vor und leg dann die Zutaten drauf. Dir verbrennt die Pizza nicht von oben. Der Boden ist von unten wunderbar gebacken dadurch und die Backzeit selber verkürzt sich auch nochmal enorm. Ich habe jetzt da gerade 5 Minuten vorgebacken gehabt und jetzt kommt diese Masse, so wie sie jetzt hier zusammenwacke, also meine, alles das, was ich klein geschnitten hatte, das packe ich jetzt so oben drauf. Aber auch nicht überladen. Das Ganze kommt jetzt nochmal bei 200 Grad für 3-4 Minuten rein. Das mache ich auch nach Sicht. Gucke ich mal rein, ob mir das jetzt von der Bräune so schon passt oder ob ich noch ein paar Minütchen länger haben möchte. Also du brauchst es wirklich nicht lange drinnen lassen. Das ist also wirklich eine ganz schnelle Pizza, die du denn auf diese Art und Weise zubereitet hast. So, die Pizza ist soweit fix und fertig belegt. 200 Grad, 3-4 Minuten. Ja, und die Pizza, der Teig, der lässt sich wunderbar einfrieren. Also erst habe ich jetzt hier diese Klarsichtfolie und da packe ich den Teig jetzt erst einmal ein, wickle den kurz mal ein in diese Klarsichtfolie. Und ich habe den jetzt so etwas länglich gemacht, weil ich habe so eine Gefrierbeutel. Das sind die schmalen, langen. Und da stecke ich jetzt gerade diesen Teig jetzt entsprechend rein, also die drei Portionen, jede für sich separat. Und so kommt das in den Gefrierschrank. Und wenn du deine Pizza zubereiten möchtest, dann holst du den Teig am besten einen Abend vorher raus, lässt ihn in den Kühlschrank, sachte auftauen und ein paar Minuten bevor du deine die Pizza machen willst, möchtest, holst du den Teig aus dem Kühlschrank wieder raus und lässt bei Zimmertemperatur nochmal gehen und kannst du den ganz normal, so wie du das jetzt hier gesehen hast, danach weiter bearbeiten. Also schau mal hier auch, wie fluffig, wie der Teig ist richtig klasse. So, fertig ist die Pizza. Schau, sieht die nicht lecker aus? Und jetzt habe ich noch etwas von den frischen Tomaten, den kleingeschnittenen, die ich da hatte, habe ich auch noch ein bisschen oben drüber. Habe noch ein Basilikumblatt oben drauf. Und jetzt schneide ich sie mal an, damit du auch mal sehen kannst, wie sie vom Teig von unten drunter entsprechend so danach geworden ist. Also so kannst du dann wunderbar einfach und schnell die Pizza machen und die ist wirklich schöne knusprige Kante außen ringsrum, Belag schön saftig und dadurch, dass du die danach vorgebacken hast leicht, dann kannst du die auch ganz leicht mit verschiedenen anderen Zutaten noch belegen und du hast eine richtig klasse Pizza. Ja, und jetzt ist mein Video doch zu lang geworden und ich teile das nochmal. Das zweite Video danach mit dem anderen Pizzateig mache ich separat.